Ich grüße euch. Wir kommen gerade frisch aus dem Urlaub zurück, haben eine Schottland-Rundreise gemacht. 8 Tage hat die gedauert. Da werden wir euch auch nochmal demnächst mal ein Video zusammenstellen mit ein paar Fotos, ein paar Impressionen. Und heute geht es darum, wie sich unsere Kulturen in unserer Abwesenheit so entwickelt haben. Bleibt dran, wird spannend. Hier haben wir unsere Schlangengurke. Die haben wir ja auch vorgezogen zu Hause. Ihr seht, hier bilden sich schon Ranken. Hier Blütenansätze. Und natürlich auch eine Blattlaus, eine geflügelte. Hier kann man es ganz gut sehen. Und bei den anderen Pflanzen sind auch Blattläuse. Das ist ein gutes Stichwort, wenn man die Pflanzen behandeln will. Entweder man macht gar nichts, man wartet, bis die Marienkäfer kommen. Oder hier oben eingeblendet, haben wir mal ein Video gemacht, wie wir Blattläuse ohne Chemie bekämpfen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Unsere Tomatenpflanzen gewöhnen sich gerade an das Gewächshaus. Hier haben wir ja 4 unterschiedliche Sorten. Cocktailtomaten, Ananastomaten, eine Buschtomate mit dabei. Also immer jeweils 2. Und Johannisbeertomate. Wenn ich es schon eben gesagt habe, manchmal gar nicht so einfach den Überblick zu behalten. Darum habe ich immer auch hier die Beschriftungstäfelchen reingesteckt, die meine Frau beschriftet hat, damit man den Überblick behält. Und das Unkraut, ja, das kommt auch durch, auch in einem anderen Gewächshaus, also hier nebenan in der Hälfte. Das muss ich dann heute auch nochmal entfernen. Hier haben wir unsere Paprikapflanzen. Und hier hinten auch nochmal Kohlrabi. Der ist übergeblieben, den haben wir hier in das Gewächshaus hingesetzt. Ich mache mal Platz. Und auch hier überall das Unkraut, wie ich eben schon erwähnt habe. Das wird in den nächsten Wochen, Monate ein ständiger Begleiter sein. Hat man immer was zu tun. Im Garten hat man grundsätzlich immer was zu tun. Das soll es ja auch sein. Ja, mal schauen. Paprika sehen noch ein bisschen hellgrün aus. Aber ich denke mal, die werden sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen hier angewöhnen und werden nochmal gut austreiben. Hoffentlich. Ah, hier haben wir ein kleines Trauerbild. Unser vorgezogener Hokkaido-Kürbis. Wo wir in Urlaub gefahren sind, da kam ja nochmal so ein Starkregen, so ein Platzregen, natürlich auf die frisch ausgepflanzten Kürbisse. Und ja, sehen natürlich nicht so schön aus mehr. Ich weiß nicht, ob die 6 Pflanzen sich hier nochmal erholen. Vielleicht auch nicht. Wir lassen es auf alle Fälle drinne. Und auch der Zuckermais ist stellenweise ganz gut aufgegangen, sind zwar auch ein paar Lücken drin, aber einige Tomaten, Tomatenpflanzen sage ich, einige Maispflanzen werden wir wohl dann dieses Jahr haben, wenn es so weitergeht. Ist schon ein trauriger Anblick mit den Kürbispflanzen, weil die haben wir in der Wohnung selbst vorgezogen. Wenn man dann seine Pflänzchen so sieht, das macht einen schon irgendwo traurig. Das tut einem hier irgendwo weh. Ich denke mal, das geht jedem so, der die Pflanzen ja, aus dem Korn selbst vorgezogen hat. Aber das ist auch Gärtnern. Wir zeigen euch ja nicht nur die Erfolge, sondern auch die Misserfolge. Und hier haben wir unsere Zwiebelpflänzchen. Die haben wir im Oktober ausgesät. Hier oben im Video nochmal eingeblendet, wie wir das gemacht haben. Und in unserer Abwesenheit, in unserem Urlaub, haben sich hier Blütenansätze gebildet. Wenn ihr sowas seht, nehmt ihr einfach hier so eine Schere oder auch mit dem Fingernagel einfach abknipsen, weil ihr wollt nicht, dass die Energie hier oben in die Blüte geht, sondern jetzt geht die Energie weiter in die Zwiebelknolle rein und dann bei der Ernte hat man dann größere Zwiebeln. Und da hinten, das möchte ich euch auch nochmal zeigen, bei der Pflanze hier, das ist alles so gekringelt, gekräuselt. Da hat sich wahrscheinlich irgendein Schädling eingenistet oder die Pflanze ist halt generell nicht so gesund. Aber wir werden sie trotzdem erstmal stehen lassen. Solche Pflanzen kann man entsorgen oder einfach die betroffenen Stellen wegschneiden oder einfach mal nichts tun und beobachten.
Und wir werden jetzt noch weiter hier die Blüten erstmal abschneiden. Ja, diese Zwiebelpflanze lässt mir tatsächlich keine Ruhe. Wie ihr seht, das Blatt sieht sehr komisch aus. Und auch das Blatt, wenn ich jetzt ziehe, da unten ist die Spitze. Ja, das ist irgendwie... Also entweder hat es sich richtig entfaltet beim Wachstum. Oder da ist tatsächlich irgendwas drin. Ich schneide mal ein Blatt ab. Wir schneiden es jetzt einfach mal auf und gucken mal rein, wie es im Drinnen aussieht. Aber auf den ersten Blick, guten Ameise, krabbelt an meiner Hand lang, aber Schädlingsbefall? Nee, ist nichts zu sehen. Zumindest jetzt nicht offensichtlich. Dann kann die Pflanze erstmal weiter stehen bleiben. Hier oben bei den Beeten erzähle ich euch noch mal ein bisschen mehr. Wie gesagt, das ist heute kein Gartenrundgang-Video, sondern nur mal so einzelne Kulturen. Stellen wir ja vor, wie sie sich im Urlaub über entwickelt haben. Unsere Kartoffeln, die späte Sorte, die Jelly, wächst auch ganz gut in der Sonne. Hier und unter den Hütchen haben wir Knollensellerie und auch Kohlrabi, die Sorte Superschmelz. Haben wir eben mal so ein bisschen drunter geguckt, also von oben rein. Die Pflanzen sehen soweit gesund und vital aus. Und auch hier hinten unser Knoblauch entwickelt sich prächtig. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal liebe Grüße an meinen Schwager und meine Schwiegermutter überbringen, weil die haben nämlich hier in unserer Abwesenheit immer mal gegossen und auch zu Hause unsere Pflanzen. An der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, habt ihr super gemacht. Unsere Pfingstrose hier unten ist auch kurz vorm Aufgehen. Sieht toll aus. Immer wieder ein toller Anblick. Wenn das dann so schön heftig von den Farben her dann wirkt. Immer wieder toll. Wenn ihr euch nochmal andere Gartenrundgang-Videos anseht, hier oben in der Playliste, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.